Press Garden Zone. So, wir fangen direkt an. Ich will nicht direkt drum noch um den heißen Brei herumlabern. Nein, denn es ist was Wichtiges passiert. Ich habe mal so auf meine Daten gecheckt und ihr ist aufgefallen, dass ihr mir ein wenig Missachtung schenkt. Jetzt fragt euch, was ist ein bisschen Missachtung? Ja, ihr schaut mir zwar mal die Videos, meine Videos an, aber dennoch... Aber dennoch stimmt irgendwas damit nicht. Und darum will ich heute mit euch mal auch darüber reden, wieso ihr meistens... Wieso ihr das eigentlich sogar macht, weil... Gibt's da echt ein Problem für, oder... Muss ich da was zu wissen? Ich denk mal schon, weil... So wie ihr meine Videos anseht, merke ich, dass ihr bei SMBX noch einen großen Haken habt. Und ich habe festgestellt, ihr habt recht. Ich sollte wieder mal ein wenig Super Mario Bros. X aufnehmen und auch wieder Let's Play, nicht wahr? Ja... So ein 2D-Adventure kann ja auch mal gut laufen, sag ich mal, ne? Ja, und darum ist mir auch eingefallen, dann machen wir das auch. Wir spielen jetzt auch mal wirklich nach der Knuckles-Story, mache ich dann erstmal einen kleinen Stopp für Mania Plus, dass der Endcore-Modus dann erstmal ein bisschen warten muss. Aber danach... Heißt es genug warten? Boah... Ah, das war wieder so fehlerhaft. Ich hasse das mit der Steuerung. Aber gut, okay, zurück zum Thema. Ich werde dann nach der Knuckles-Story sofort wieder mit Super Mario Bros. X anfangen, weil ihr da mir am meisten auch gut zuhört und meint, ihr wollt mir auch ein wenig Achtung dort schenken. Klar, das könnte jetzt ein bisschen dumm, auch ein bisschen falsch klingen, wenn ich jetzt sagen will, ihr wolltet mir ein bisschen Achtung schenken. Aber nein, wirklich. Also ich sehe, ihr seid sehr fasziniert mit Super Mario Bros. X. Und das ist nicht alles. Nee, denn die andere Info, die ich auch noch zu sagen habe, ist, ich habe jetzt auch beschlossen, dass jetzt bald Team Ultimate, wir haben uns beschlossen, einen eigenen Kanal aufzumachen. Ja, Team Ultimate möchte wirklich seinen eigenen YouTube-Kanal machen. Das klingt jetzt erst ein bisschen komisch, weil wir halt ein Team sind, was nicht gerade sehr viel miteinander zu tun haben, da wir, wenn, meist unseren eigenen Stuff hochladen. Das war gerade so ein guter Sprung. Dass wir uns echt denken, wir machen das. Wir machen das echt. Also, jetzt nicht dumm rumfragen hier, warum wir das machen, sondern wirklich. Ich bin jetzt einfach mal einer, der jetzt ein wenig politisch wirken könnte, wenn ich jetzt es so ausdrücke, aber ich bin jetzt politisch, okay? Warum mache ich eigentlich mal diesen Spin? Der Knuckles kann doch einfach so durch die Wände durchrennen. Und ja. Damit habe ich dann auch ein bisschen mehr. Damit haben wir dann alle ein bisschen mehr zu tun. Heißt, jeder lädt dann für sich seine Videos auch hoch, wie er will. Aber dennoch muss jeder dann für seine Sache auch sich verantwortlich machen. Klar. Wir sind jetzt zum Beispiel auch 6 Guys, die jetzt... das war ein großer Fehler. Ja. Darum habe ich auch gerade irgendwie reingeschissen, merke ich. Aber gut, Team Ultimate Channel. Das ist etwas... Probably könnte etwas hart klingen, aber... Ist es eigentlich nicht, nee, weil... Wenn ich jetzt wirklich mal meinen würde, Team Ultimate hätte jetzt sogar schon den Channel hochgeladen und ich würde den direkt schon in die Videobeschreibung packen. Wie würdet ihr dann eigentlich darauf reagieren? Ja, erstmal so fragwürdig, weil fragen, was ist das? Wer sind die, ne? Und das ist dann wieder ein wenig,
nicht ärgerlich, aber nennen wir es mal fragwürdig, weil nehmen wir mal an, ihr würdet jetzt über Team Ultimate schon so viel Bescheid wissen und würdet dann jetzt schon den ersten Channel so sehen, ne? Da würdet ihr erstmal fragen, wer sind die, was können die, was machen die? Das sind mal so die ersten Fragen, die gestellt werden hier. Was können die, was machen die, was ist das Thema dahinter? Und wenn, die dann halt, wenn man halt so in die Beschreibung mal so reinguckt, ne, dann sieht man dann so, ja, wir spielen Spiele von aller Art. Und da bist du direkt schon in einem... Da wird man auch direkt schon nachfragen, so... Ja, schön, Und dann weiß man eigentlich auch direkt schon, wie es geht. Ja, und ihr seht, Emerald schon geschnappt, weil ich doch mal ehrlich gewesen bin und ehrlich erklärt habe, worum es auch geht. Weil ich einfach nur sagen will, nee, ich mach das nicht, ich will das nicht. Doch, sondern wir wollen das sehen und wir machen das dann auch. Klar, man könnte auch sagen, ihr wollt es vielleicht nicht sehen, aber, nehmen wir mal an, ihr wollt es jetzt doch sehen und ja, wir laden dann halt probably alles hoch, was uns so auch einfällt. Das möge dann dem einen oder anderen ein wenig komisch klingen, weil wir dann halt Stuff hochladen, den keiner kennt. Aber dennoch ist es dann etwas, wo jeder dann sagen würde, klingt gut, klingt anspruchsvoll. Das wollen wir uns ansehen und dann kommt dann die Sache... Die Akte, ich weiß es nicht mehr, ne? Ah, schön. Und darum will ich damit auch sagen... Ja, das funktioniert dann auch, ne? Klar, anfangs würde jeder mal erstmal fragen, wer sind die, was machen die? Und dann gucken die so in die Beschreibung mal so rein, die Kanalinfo. Und da sehen die dann halt, aha, die spielen Spiele. Und dann siehst du so, was für Games werden da jetzt gespielt. Das sind dann halt so nicht wie Peacemeat hier, wir spielen jeden Scheiß, aber wir spielen halt auch Games. Und eines der Sachen, die dazu auch mitgehören, sind dann auch Podcasts. Ja, wir werden auch mal auch dann Podcasts jeden Freitag dann auch hochladen. Also ist nicht jetzt schon am Freitag, aber so um den Dreh. Halt dann schon am Freitag, an so einem Freitag, sollen wir am nächsten Freitag dann schon den ersten Podcast hochladen. Das wäre dann der Team Ultimate Talk. Und da sind dann wieder andere für verantwortlich. Nicht nur ich, ne? Und darum würde ich dann auch direkt fragen. Ist es dann wirklich etwas, was Sinn macht? Oder etwas, was einfach nur so... in den Raum geschmissen wurde und dazu habe ich nur eines zu sagen. Beides. Es dient dann einmal so für die Unterhaltung. Die Unterhaltung, als aber auch nur so, damit es immer im Raum auch drin steht und nicht einfach nur so von irgendeinem Vollidioten wie mir erklärt wird. Nee, sondern wir spielen unsere eigenen Sachen. Das müssen wir aber noch auch richtig abklären. Ich meine, klar, der Team Ultimate Channel ist ja auch bei mir verfügbar, der Discord-Server. Das ist einmal ein Discord-Server, den ich noch habe. Aber dennoch... hätten wir dann auch das Ziel dafür auch erfüllt, weil... ja.
wir würden dafür jetzt auch nicht hier Geld und so alles beanspruchen. Ich meine, Währungen wären ja auch schön, ein bisschen Spenden sammeln, um wenigstens ein wenig auf den Rhythmus zu achten. So, letzte Special Stage, werden wir diesen Part auch noch kriegen und dann werden wir in der nächsten Folge auch mit Super Knuckles rumfuchteln. Nein, wir werden in dieser Folge sogar schon mit Super Knuckles rumfuchteln, genau. So, da ist er. Keinen Fehler machen. Gut. Aber das war eben der einen Stage einfach ein bisschen komisch, weil ich hatte nur Macht 2, ne, und schon direkt alles gesammelt, ne, und ja. Die Stage ist noch ein bisschen komischer, aber dennoch auch eine der einfachsten. Auch wenn ich hier ein bisschen reingeschissen hätte im Durchlauf mit Sonic und Tails. So. Jetzt habe ich es auch mir gemerkt, das ist der Durchlauf. Also nicht der Mania-Modus, das ist ja auch Mania-Modus, was wir spielen. Aber das ist jetzt der Knuckles-Lauf, der Knuckles-Run. Darum auch Knuckles-Durchlauf und so, ja. Also du wirst hier mit Ringen belohnt wie keine Ahnung was und verstehst es dann selber nicht, ne? Aber ja, ich verstehe es auch selber nicht, also... Hau den Scheiß einfach weg und... Mach was draus. Aber komm, Knuckles, du schaffst das jetzt ganz bestimmt. Wenn ich noch Macht 2 auch hier schaffen brauche. Ich wirklich nur Macht 2 hier bräuchte, ne? Das wäre einfach so heilig, ne? Ich hätte dann jetzt schon den Emerald. Wobei, ich nehme ja auch Abkürzung, also... Guck mal. Und schon geklatscht. Das ist einfach irgendwie so, du lernst das und da ist was schief gelaufen. Das hat sich Sega mal angucken müssen, also ehrlich, Sega. Und da auch wieder, das ist auch was, wenn du das... Das ist typisch Sega. Aber ja, wir wollen dann halt auch sagen, Team Ultimate. Der Channel. Und wenn ich jetzt sage, ja, wenn dann so welche dann so meinen, ja, wäre in Ordnung, aber... Aha. Aha. Guck mal, man findet hier so einiges, ne? Nein, ich wollte da nicht rein. Ja gut, kommen wir noch eine Runde Flipper spielen und das war's. Ja, ganz schön kurze Runde, ne? Aber es gibt auch was Längeres als so eine Runde. Nämlich mein... Ich sag's lieber nicht. Ich will hier nicht gleich von YouTube noch hier eine Anzeige kriegen, dass ich hier sexuell Inhalt oder so hochlade, nee. Aber gut, Super Knuckles. Ja, konnte man schon in Sonic 3 Knuckles spielen. Dafür war der aber nur, glaube ich, war genauso wie mit Hyper Tails. Das war dann nur Super Tails, war das. Und in Sonic Origins gab es dann ja auch irgendwann Hyper Tails und Hyper Knuckles. Und ja, diese Idee finde ich auch gar nicht mal so schlecht, weil man hat halt... Ja, ihr merkt, so easy geht das, ne? Warum ich denn Bubble Shield überhaupt habe? Weil das ist halt einfach sowas wie Wasser, was ich jetzt gerade bei mir trage. Wobei, das ist... Ne, ist eine Lauge. Beide stehen so hinten nebeneinander. Und zeigen dann schön die Fäuste. Und da ist es wieder so richtig gemacht mit der Inschrift. Also... Sega, ihr seid manchmal ein bisschen... hängen geblieben beim Arbeiten. Aber ja. Bei 12 Zones. Dann ist das ja nichts, ne? Wir müssen jetzt immer nur noch immer wieder 50 Ringe einsammeln. Dann wäre das Let's Play eigentlich sogar schon beendet, ne? Immer wieder mit Super Knuckles durchrushen. Ich weine, das ist ja schön und gut, aber... Was hat das dann für einen Nutzen, für einen Zweck? Gar keinen.
Und darum finde ich das auch ein bisschen schämend, dass Menschen sich dann auch manchmal, dass viele Leute sich dann darüber aufregen, einfach zu sagen, ja, ich weiß ja nicht. Und es dann halt doch riskieren, ich weiß, ne? Und ja. So kommen wir auch hoch, ne? Aber ich weiß ja nur... Warum habe ich das gerade gemacht? Naja, egal. Ah, ja genau, ne? Mit Knuckles ist aber auch alles ein bisschen schwerer. Das ist sowas wie der Hard Mode hier in Sonic Mania. So, Knuckles steuert sich ein bisschen anders. Er kann nicht hochspringen. Das war eigentlich ein Fehler. Komme ich da vielleicht nochmal hoch? Ach ja, stimmt. An die Ecke erinnere ich mich noch. Ja, ne? Genau, da war der liebe Sonic zu sehen. Und dieses komische Symbol, weil ich immer noch nicht erkannt habe. Ich glaube, das soll eine Uhr sein, würde ich meinen, oder? Schreibt es mal wirklich in die Kommentare, weil es ist einfach etwas, was mir nicht einkommt. Eine Glock oder... Ja, okay, kick mich halt direkt bis nach Afrika runter. Wenn ich jetzt hier runter gehe, wo komme ich dann nochmal aus? War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, ne? Darum... Ich glaube, der hier war es. Da war es überhaupt einer? Ich weiß es selber nicht. Ich bin gerade so überfragt, ne? Da ich nicht mal weiß, wo ich bin. Ja, cool, sogar schon 50 Ringe gesammelt. Oh. Einige meinten auch in dem letzten Video hier wegen dem Betrunkensein, dass ich zwei Knuckles sehen würde, nur weil ich angeblich betrunken wäre. Nein. Das ist natürlich nur, es war natürlich nur so eine Geschichte, wenn ihr mal wirklich jetzt versucht, jetzt auch im Sommer Alkohol zu trinken, weil es kann echt ätzend werden. Ich will ja niemanden hier beschuldigen, aber... Ich will es jetzt zum Beispiel keinen beschuldigen, aber... Ja, ne, es kann ja auch mal so eine Ausnahme geben. Ausnahmefälle, ne? Und da will ich auch nicht für verantwortlich dann sein. Ach ja, Stardust Speedway. Ist ja auch eine schöne Zone, nicht wahr? Ist doch eine meiner Lieblings-Sonic-Zonen. Ich meine, sie, klar, sie ist jetzt nicht gerade die perfekte Zone, um echt Spaß hier zu haben, aber dennoch. Dennoch bist du hier gut aufgehoben. Ja. Oder hier war das vielleicht. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob hier wirklich irgendwo ein Giant Ring mal war. Oder ich bin schon zu weit. Weil eine Passage weiß ich noch, da war ja irgendwo ein Giant Ring auch versteckt, aber... Nope. Ich finde hier nichts. Nothing. Ja. Ach komm schon, ich bin doch da drauf gelandet.
Aber gut, wir wollen ja jetzt nicht drüber diskutieren. Hauptsache, Ultimate Heroes wird jetzt auch mal wieder gutes Programm bekommen. Und wirklich das Team, also jetzt wirklich welche dann meinen hier, das Team Ultimate sich verdient hätte, einen eigenen Kanal zu bekommen, der kann das direkt hier sagen. Auf Wiedersehen, weil das ist einfach nur eine Lüge. Weil wirklich, Ultimate, die Team Ultimate hat ja schon richtig gut auch auf Discord ein paar gute Kumpels zusammengekriegt und ich meine auch ehrlich, wirklich, jetzt so wirklich. Weil ich will jetzt hier keinen bloßstellen, aber ich weiß, dass das Team Ultimate es auch schaffen kann. Ich meine, jeder kann einen YouTube-Channel aufmachen. Solange er weiß, was er tun muss, ne? Tagsüber mal gut Videos produzieren, auch wenn es mal heiß ist, wie jetzt. Aber dennoch auch auf sein gesundheitlichen Status auch achten. Und das sind dann halt viele immer mehr dagegen. Ich will euch keine Namen nennen, weil es ist einfach nur noch peinlich. Okay, und das sieht mir echt schön. Das sieht echt schön aus. Ey, diese die hasse ich einfach aus Sonic CD. Aber Sonic CD ist auch eins, ich glaube, meiner Lieblingsspiele. Ja. Komm, wir fliegen eine Runde. Yay! Guck mal, ich kann fliegen. Okay. Gut, genug gealbert. Genug desgleichen. Genug desgleichen. Special Stage. Ich weiß, glaube ich, noch, wo eine, was laber ich hier? Special Stage. Giant Ring, Entschuldigung. Ich weiß, ich wüsste noch, wo einer wäre, aber das ist schon sehr schwer hinzugelangen. Weil ich, glaube ich, sogar schon dran vorbeigelaufen bin. Naja, ist ein Glückwunsch, ne? Danke. Nee, unten ist nix. Schade. Warum? Das ist doch jetzt mal ein guter Schuss gewesen, ne? Weißt du was, wir machen es einfach anders. Genau, wir machen es so. Aber ich will jetzt auch nicht darüber auch andere damit aufmerksam machen oder mit Werbung machen. Nein, im Gegenteil. Ich bin in meinem größten Werk jetzt auch so hart am Spitzen, wirklich. Also, es ist halt wirklich heiß und man muss auch mal mit ein wenig Ruhe mit das Gleiche, mit dem ganzen Arbeiten und das Gleiche auch mal zusammenkommen. Aber wenn es dann welche von euch unter euch so gibt, die einfach sagen, ja, YouTube-Channel, was kann ich denn darunter dann machen, außer nur diese dummen Videos gucken, ne? Und das sind halt so Antworten, wo ich direkt sagen muss, raus mit dich, weil solche wie dich kann man nicht gebrauchen. Oh, der liebe Knuckles, der flankt, der flinkert, der flackert so hart.
richtig voll durchspeeden. Ich bin der Schnellste hier. I'm the fastest fuck boy. Komm, ich bin so schnell, ich bin so schnell. Oh, das war ein bisschen viel das Gleiche. Das war doch ein guter Schuss. Guck, ich hab nur noch 19 Ringe. Komm jetzt, bitte, beeil dich. Jetzt braucht er noch eine halbe Stunde, um sich zu verwandeln, ne? Kennen wir doch. Ah, ich wollte einen lustigen Trick machen, aber dieser Trick, der funktioniert bei Knuckles halt nicht. Und wieder gutes Videomaterial, gleich wieder eine halbe Stunde. Also ist doch nicht so schwer, ne? Aber schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Jetzt stelle ich mich noch dümmer an als... Ja. Ich bin einfach irgendwie zu dumm überhaupt, diesen Bosskampf jetzt auch noch hier hinter mich zu bringen. Auch wenn es scheiße heiß ist, ich würde mich lieber gleich unter die Decke einfach verkriechen. Ich weiß, ich bin einfach nur komisch. So, jetzt mach keinen Scheiß, so. Zack. Hä? Ja, doch. Aber ich dachte, das geht irgendwie so. Ich habe mal so einen Trick gesehen, da knallt er die ganze Zeit da rein. Aber mit Sonic funktioniert das ja noch einfacher. Weil er halt, der ist ja der mit dem Drop Dash. Das ist ja viel einfacher, als man denkt. Und darum mag ich das auch nicht. Ja, guck mal, ne, siehste? Der Knuckles, der braucht ein bisschen. Ich hab doch gedrückt, hä? Ja, alles klar, ne? Knuckles macht einfach, was er will. Hör mal, Echidna. Nur weil du auch stur bist, heißt nicht, dass du jetzt hier das Zahn hast. Und ich hab keinen Bock, gleich all mein Leben zu verlieren. Bitte mach jetzt irgendwas. Macht nur noch zwei Leben, Alter. Oh Gott, das war dumm. Das war dumm. Was mach ich denn auch? Aber das ist dieser unfairste Fight aller Zeiten. Da kann man nichts mitmachen. Ich hab's zwar mal mit Knuckles geschafft, aber nochmal schaff ich's nicht. Letztes Leben, Bro. Jetzt bin ich am Arsch. Ich glaube, das ist eine gute Combo. Ja, oder? Mehr oder weniger und... Oh? Komm. Oh! Alter, bin ich gerade echt am Sweaten und ja, zumindest haben wir es noch geschafft, ne? Leck mich am Arsch, du machst mir hier den Tag zum Liebling. Ja, und die Stelle kennen wir schon. Robotnik macht irgendwas. Da ist dieser riesige Roboter. Oh, wenn weggeportet.